Willkommen zurück zu Mario und Rabbids Kingdom Battle. Lavagrube, Level 9. Vielleicht schaffen wir auch 10, dann wären wir mit den Missionen erstmal durch. Bis auf ein paar wenige Ausnahmen. Es gibt ja noch die DLC-Prüfungen. 8 Stück. Und ich bin mir nicht sicher, wie viele sind, aber ich meine auch noch 4. Andere Prüfungen. Aber damit werde ich mich dann alles in den nächsten Parts widmen. Das Problem ist, dass diese anderen Prüfungen halt ätzend lang sind. Und ich sehe gerade, dass ich mich mal wieder nicht so vorbereitet habe, wie ich sollte. 10 von 10 Punkten dafür. Na gut, damit habe ich es jetzt hier schon geschafft. Ich habe mich Luigi ausgerüstet, ich weiß das. Ich bin gespannt, wo mich das hier hinschleudern wird. Ich bin gespannt, ob man überhaupt so eine große Range hat. Mit Doppelteamsprung lösen mit Luigi. Luigi hatte ich aber nicht dabei und wurde ich weggekickt. Oder ich muss mich vom Wirbelsturm transportieren. Ist wieder eins dieser Trial and Error Puzzle. Alles nicht so super. Ich sehe gerade auch super Effekt vom Gegner 100%, vielleicht mich die auch noch ein bisschen wegschleudern. Und ich nur, weil du so viel Feld aus, weil du hohen Röhrenausgang hast. Wobei, das gilt ja nicht für Röhren. Der Effekt hier. Das bringt mir auch so richtig gar nichts. Mal gucken, wer hat den größeren Teamsprung? 10 Felder, 12 Felder, 12 Felder, okay, dann. An den Teamsprung wird nicht angezeigt. Aber Befreiungssprung. Ja, darum interessiere ich mich ja nicht. Rollenausgang. Ah, wird nicht angezeigt. Belastend. Wahrscheinlich, als ob Mario da der niedrigste wäre. Mal zu ihm. Und das bringt mir absolut gar nichts. Hurra. Ich glaube, da muss ich einfach mit dem Tornado arbeiten und dann Trial and Error. Ich würde mir so hart wünschen, dass es noch eine bessere Methode gibt als diese.
mal gespannt, aber ich glaube nicht, dass das hier irgendwo an einem guten Ort hingeschleudert werde. Oh, oh. Mich genau falsch hingestellt auf die falsche Seite. War so nicht beabsichtigt, aber jetzt habe ich es raus. Jetzt muss ich es nur noch einmal ausführen. Das, was am längsten dauert, sind die Cutscenes. Hier habe ich mich eingestellt. Wenn das die Lösung ist, dann finde ich ja das andere schwieriger. Ja, das andere war viel schwieriger herauszufinden, fand ich jetzt. Weiß ich, was da Rabbit Mario für Probleme hatte, gerade eben. Aber irgendwie war da ein bisschen was falsch. Und dann kommen wir jetzt zur letzten Mission. Dann sind wir da durch. Na los. 18 Züge Limit. Ja, das wird den Part locker füllen. Wobei ich wirklich, ich glaube, dass ich jetzt 18 Züge brauchen werde. Wahrscheinlich ist es ein bisschen großzügiger so gemacht, dass ich da jetzt nicht die 18 Züge voll ausnutzen. Was sind überhaupt Gegner? Also nur der eine. Kleine Frage, ist das euer Ernst? Nur dieser eine Gegner am Anfang? Jetzt kann ich mich schon langsam mal ein bisschen vorbereiten. Wenn hier nach Schutz ist Schwachsinn. Der Pyroklast wird eh dafür sorgen, dass ich dann weg muss, aber hier zumindest schon mal ein gutes Action. Genau wie hier, sei denn, es kommt da dieser Nahkämpfer. Und für dich. Aber das im Angebot. Dann könnt ihr alle mal euren Schild verwenden. Ja, ich glaube schon, dass ihr angreifen dürft. Ich sollte eigentlich hier nirgendwo weggeschleudert werden. Als ob ich es geahnt hätte. Gut, wenn ich das aber verkacke, dann weiß ich das nächste Mal, dass hier Nahkämpfer sind. Ja, weil habe ich nicht gesehen, wo hier welche kommen, aber gut. Du kannst dich ohne Probleme hochheilen.
Für dich ist hier alles ein Klacks. Ja, von da aus kann ich alle theoretisch angreifen. Einfach die, die nach der Raserei noch übrig bleiben. Ich kann dich attackieren und sonst niemand. Hurra! Dann kann ich jetzt mal gucken. Ah, den kann ich nicht anvisieren. Noch nicht. Der ist safe down. Der nur mit einer Chance, aber den hier kann ich safe. Ja, Heldensicht besiegt den Rest. Vor allem, weil jetzt wieder wahrscheinlich neue Gegner spawnen. Jetzt hat er mehr Reichweite. Kann trotzdem nicht angreifen. Kommen jetzt hier nur Nahkämpfer. Wenn ich es richtig verstanden habe. Habe ich es richtig verstanden? Hier spawnt einer. Da will ich nicht hin. Ja komm, ich gehe einfach hier in die tolle Mitte. Habe ich zwei zumindest schon mal besiegt. Dann kann ich dich halt safe besiegen. Dahin. Mach nochmal mehr Damage, Mario, oder? Okay, das tut sich echt gar nichts. Was tut lieber den mit dem? Und dann mit Mario. Der Mensch, wenn ich kritze, dann ist der Weg länger. Jetzt hätte er nämlich hier mit Peach angreifen können, so nicht. Ja, auch selbst wenn er jetzt mit Peach leider einen abkriegt. Heiler. Kommen also doch nicht nur diese Viecher. Ah, und diese. Ich hab euch null vermisst. Dann gibt es halt jetzt hier eine Heilungsrunde. Ich glaube zwei weitere. In die Mitte. Ist zwar nicht in der Range, aber kann sich selber heilen. Und zwar mit Raserei.
Wobei, ich will euch bei dem Killen die Priorität geben, weil ihr nerviger seid. Lolala. Der kann doch von Rabbit Peach getroffen werden, da brauche ich jetzt nicht mit Mario einen Schuss dafür zu verfeuern. Dann ist es in diesen Kill viel besser investiert. Dann habe ich den halt safe. Kann auch weitere, wenn die Range es zulässt. Da stehen hier. Auch den hier. Nee, den kann ich nicht safe. Dann lieber ein anderer. Den hier kann ich safe. Ich hätte das viel lieber in ein Fahrzeug investieren können. Naja. Jetzt bin ich mal. Aha, bin dann angebrannt. Jetzt bin ich mal gespannt, was spawnt. Ah, lieber ein Viecher. Die alle, die sich auf Rabbit Peach jetzt verschworen haben. Was gibt es hier für Viecher? Habe ich schon so lange nicht mehr angetroffen. Was wollt ihr denn? Hier will ich mich selber besiegen. Das macht keinen Sinn. Von den Ausblick hätte ich schon gern. Verdammt, ich kann ja gar keinen Schild machen, weil ich da so einen dummen Eisklotz auf mir drauf habe. Weil ist das belastend. Dann halt auf den Heiler. Auch ja, hier lebt noch ein, da leben noch Heiler. Viel Damage. Das sind 30. Gut, dann kriegst du halt einen ab. Nice. Achso, 30 war nur die untere Grenze, okay. Mal gucken, wer jetzt hier noch lebt. Wahrscheinlich die beiden. Dann gibt es hier schon mal eine tolle Special. Tolle Special-Angriff. Oh, ich kann die hier vom Eis befreien. Sehr nice. Halt nebeneinander. Nur einer ist ein garantierter Kill. Okay, beide sind garantierter Kill.
der wegen Stuss und der Special. Das ist erledigt. Ja, komm, du hast einen 1er Ablink. Zeig, mach mal hier den doppelten Schild. Wir wollen hier nicht geizen. Das waren die, die. Der hat sich nicht bewegt, damit die Special nicht ausgelöst wurde. Was bist du denn für einer? Also sowas toleriere ich mal gar nicht. Stell dich hier hin. Und dann pack halt den Roboter aus. Ja. Dann erledige ihn halt so. Puff. Er wird sich nicht hochgeheilt. Wenn ich jetzt hingehe, dann habe ich auch nichts gewonnen. Dann habe ich 50%. Aber ich habe einen Raketenwerfer. Nicht. Weil ich auch einen Cooldown befindet. Den besiege ich eh safe, also kann ich den hier schon mal ein bisschen nerven, der halt nicht safe ist. Davon aus habe ich 100%. Ja, es liegt an, dass er an der Ecke ist. Dann hat man auch 100%. Ganz klar. Spawnt da ein Boss? Zumindest bin ich ganz gut dabei, was Züge betrifft. Ja, das spawnt einfach mal. Oh, 300. Das ist halt der Level 1er Boss. Inzwischen ist er auch nicht stärker als ein ganz regulärer Gegner. Hilfe, sie kratzt noch ab! Ja, damit ist es vorbei, ne? Ja, aber das ganze Targeting, das ist so schlecht. Arg. Okay, das macht es jetzt um einiges schwieriger. Aber ich kann ja Mario nicht teilen. Ist ja der Witz. Und noch Eisgegner hinzu. Na, ernst? Boah. Eigentlich kann ich das neu starten. Und dabei einfach nur um zu gucken, was noch auf mich zukommt. Na, vielleicht schaffe ich es ja auch trotzdem noch. Noch ist nicht aller Tage Abend. Ich kann mich mal nicht heilen. Dann habe ich auch nur eine 50% Chance. Nice. So kann ich mir auch noch heilen durch den Gift-Effekt, klar. Hier Feuer und Eis und die zwei anderen, die ich noch nicht erledigen konnte. Daneben. Daneben. Zumindest habe ich jetzt Luck. Hier hat so eine Special, die mich treffen würde, wenn ich da nicht angreifen würde. Aber ich greife an, darum
sie nicht dich. Ich komme nicht an ihn ran. Ich komme an keinem ran. Mies. Mach verminderten Damage. Trifft dafür Beil und ein Stein. Gut zu wissen, dass er ein Stein ist. Eventuell erleidet schon ein bisschen Damage. Aber dich hier schwach zu machen ist wichtiger. Sind also euch beide. Der andere war leider nicht in der Range. Nice! Ja, einen habe ich noch frei. Aber wie es kommen jetzt hier noch die Level 4 Bosse. Erstmal hier ein vernünftiges Territorium. Irgendwo, wo ich Supersprung ausführen kann. Ist das mies. Ja, der ist jetzt hier mit Gift belastet, das heißt, wenn Mario den jetzt angreift, dann erhält er Leben wieder. Ist das nicht schön? Nicht besiegt. Uns beiden Kraft geben. Und dann jetzt hoffentlich besiegen. Nice. Und ein Full Heal. Das ist auch schick episch, wenn ich ihn jetzt noch besiegen könnte. Und Stein, das heißt, er wird nicht angreifen. Es kommen noch drei Gegner. Ach, hier kann man sogar sehen. Es kommt tatsächlich die aus der achten Welt. Ja, er hat schon eine ordentliche Reichweite. Schild. Ja, dass man das sehen kann, ja, das ist natürlich mega. So, was finde ich natürlich aber auch erst jetzt raus. Aber was hat mir dann aber auch anders erwartet, seien wir ehrlich. Vielleicht kann ich da ja beide mit dem Schwachmacher treffen aus dieser Position heraus. Ja, sogar locker easy. Er reicht es hier nicht aus für Raserei. Aber ich könnte ihm hier mal den Hammer zeigen. Dann ist er nämlich safe weg. Dann muss ich mich mit dem nicht mehr länger rumärgern. Ich merke gerade, dass da hier die Schwachmacherzone komplett unnötig ist, wenn ich den jetzt hier noch zu Stein mache. Denn der andere, den hat sie jetzt nicht getroffen, der im Boden steckt. Wer ist das hier? Lava-Königin.
Interessant. Jetzt hier EFD spezielle Effekte ab. Zählt das hier als Schutz? Jetzt mal hoffen. Aber ich kann mich da von den Schmerzen schon erholen. Dann wieder das hier. Ich jetzt hier vom Schwachmacher befreien. Hammer geht nicht. Ist nicht verfügbar. Bewegt euch mal schön und shit. Dann bin ich mir sogar noch recht zuverlässig, dass ich das sogar ohne Rabbit Peach schaffe. Durch diesen dummen Eiseffekt. Und ich bin jetzt hier maximal weit natürlich weg. Ziemlich ungünstig. Ich kann mich wieder hier hinstellen und dann Schwachmacher zücken. Dann gibt es diese Runde nicht so viele Schmerzen. Du hast eine Sendepause. Ich mache ich wieder mit dem Hammer für ein bisschen mehr Damage. Und eventuell, nee, auch selbst wenn es kritisch ist, hätte dich nicht besiegt. Das war ja gar nichts. Du kannst ja dich regenerieren. Wobei, es sind noch 3 Gegner. Moment mal, irgendwann kommt hier noch einer. Ist mir jetzt aufgefallen, das war's noch nicht. Da kommt noch einer. Eieiei. Ein bisschen Abstand, dann machst du da die Kanone. Oder ich lasse dich in Frieden kommen, aber ich würde so gern die Kanone machen. Jetzt bin ich auch schon mit Mario Fail hingesprungen. Egal, dann besiege ich halt eben dich. Dich nicht. Okay. Aber dich besiege ich in dieser Runde safe. Und kommt noch. Wer auch immer noch kommen mag, er kommt noch. Verdammt, habe ich leider übersehen. Wenn man ein bisschen auf Abstand. Euer Ernst?
Ein Garten-Ziggy. Die aus Welt 1. Okay, das ist lustig. Das ist lustig irgendwie. Nice. Aber auch ohne Rabbit Peach kam ich auch hier wieder in keine größeren Schwierigkeiten. Ich hatte alles unter Griff. Nur mit Mario und Rabbit Luigi. Da den Effekt mit Rabbit Luigis Raserei und dem Vampirismus Absorptionsleben Dings hat ausgereicht, um mich halt eben entsprechend zu heilen. Und dann geht's im nächsten Part entweder mit den Spezialmissionen weiter, mit den DLC oder mit den anderen Prüfungen, die man hier unter diesem Menü, unter der Zeitwaschmaschine nicht findet. Dann sag ich an der Stelle, ciao Leute!